Hallöchen und ein schnuckliches Willkommen zurück hier bei Minecraft, während hier im Hintergrund so langsam die Sonne aufgeht. Und zwar genau. Na, man kommt so hoch. Da Kannst du kommt sie, man sieht sie. Und wie nennt man das so schön? Ma, Svenja! So, noch. Nein, Svenja! Ja, wie man hört, die gute Salome ist natürlich auch wieder dabei, ne? Hallo. Und ja, wie ihr seht, wenn man hier sich so umschaut, sieht man, dass sich was grafisch getan hat. Wir haben jetzt einen Shader installiert, der mit im Xenobin-Pack dabei war, beziehungsweise ich musste dieses Pack der guten Salome rüberschicken, weil es bei ihr irgendwie nicht drin gewesen ist. Dein Name hat auch einen Schatten. Dein Name hat auch einen Schatten. Was? Mein Name? Ja. Du selbst siehst den Bei Namen nicht. dir auch. Und sogar noch richtig rum, dass man lesen kann. Aber bei mir selber sehe ich es nicht. Ich sehe bei mir auch nicht, aber bei deinen sehe Wie gut, ihr seht das nochmal, ne? ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach Oh ja, Mann. es gab ein paar Updates. Es gibt eine neue Mod, die ihren Weg jetzt endlich mit reingefunden hat, die jetzt endlich geupdatet wurde. Das Forge hat endlich seine Vollversion bekommen. Das heißt, es werden jetzt künftig noch ein paar andere Mods wahrscheinlich mit dazukommen, weil die ganzen Modder jetzt endlich auf die Vollversion updaten. Und ja, wie man sieht, hier verschiedenfarbige Kühe. Das Wasser sieht unfassbar geil aus. Im Übrigen von unten auch, wenn man im Wasser drin ist, das sieht mega geil aus, einfach nur. Die Übrigens, ich ganzen habe eine Idee. Wasserspiegelungen und Lichtspiegelungen. Ich finde das einfach nur mega. Frisst aber natürlich unfassbar viel Performance. Ich glaube, das dürfte jedem klar sein. Mit früheren PCs hätte ich das gar nicht machen können. Und man sieht hier auch zum Beispiel die ganzen Schatten und der Himmel sieht anders da aus und der Nachthimmel sieht deutlich anders da aus. Und es gibt ein paar Kleinigkeiten, die wohl nicht so ganz passen. Zum Beispiel hier sieht man. Dieses Fackelfeuer ist schwarz, oder wenn ich hier das einschalte, dass hier die Ziffern auf dem Boden so ein bisschen flackern, oder dass hier oben der Name so ein bisschen flackert. Ja, das, ich weiß nicht genau, warum das ist, aber ich schätze mal, das hat mit dem Shader-Mod irgendwie mit zu tun. Aber das sind Kleinigkeiten, das geht schon. Es sieht auf jeden Fall unfassbar geil aus. Vielleicht etwas unschärfer, etwas weicher gezeichnet, in Anführungsstrichen, als das Original. Mir persönlich gefällt das auf jeden Fall. Und ja. Und was für eine neue Mod dazu kam, sind die Storage Drawers, die dazu kamen. Die kennt ihr vielleicht noch aus meinem Let's Play. Diese, ja, so ähnlich wie Kisten, nur schubladenmäßig. Man sieht von außen, was drin ist und kann eventuell, wenn man das Upgrade dazu hat, tatsächlich unendlich viel drin lagern. Und ich habe so dem entgegengesehnt, dass diese Mod endlich rauskommt. Und jetzt ist es soweit. Ich Darf ich freue kurz was mich. dazwischen sagen? Nein. Ich finde diese Spiegelung vom Baum toll. Wasser. Was war geil, ne? Hä? Hier, wo ich stehe. Das sieht aus, als wäre der abgeholzt worden. Ja, aber es sieht trotzdem toll. Wenn ich nach oben gucke, wird die Spiegelung länger. Und wenn ich nach unten gucke, wird sie kürzer. Kurz, lang, kurz. Hier spiegelt sich's auch. Wenn du so nach oben guckst, spiegeln sich die Bäume im Wasser wieder. Was? Wo? Nach oben? So ein bisschen nach oben und dann. Ja, ich sagte, wenn ich nach unten gucke, geht's weg. Wenn ich nach oben gucke, kommen sie wieder. Ich finde das voll cool. Ich finde das voll cool. Sogar die Kisten tun sich hier spiegeln. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein, ne? Es gibt noch sehr, 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 sehr viele verschiedene andere Shader, aber ich hatte zum Beispiel einen Shader, da ist das geregnete, da war der Boden dann richtig nass und so, das fand ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob das dieser Shader ist. Ich kann eigentlich mal, Moment, wie ging das nochmal? Wetter, Regen. So, mal gucken, ob man irgendwas sieht, dass der Boden nass ist. Oh, ich sehe, dass ich eine Fackel in der Hand habe. Ja, Das ist cool. da wird die Umgebung etwas heller, Ja, aber ohne die hier wird's Umgebung zu nass. beleuchten. Guck mal. Ja, gell? Ja.
Weil ich finde, das sieht voll cool aus. Ich mag das richtig. Und wenn du da über aufs Wasser guckst, du siehst auch da richtig die Wassertropfen drin. Ja. Und das ist mega. Echt jeden Respekt an die Leute, die solche Shader machen und wo das auch richtig geil rüberkommt. Generell mal ein großes Lob an den guten Sinobin, der mit uns oder mit mir, mit uns zusammen so schön die Mod weiter bearbeitet und regelmäßig die neuen Updates raushaut und auf Tipps und auf Wünsche eingeht. Und hier unten ist übrigens auch wieder trocken, wie es sein soll, ne? Ja, cool. Und da mal ganz liebe Grüße raus und ein ganz großes Lob für die saugute Arbeit, die du hier leistest immer. Mega Lob. Weiter so. Ja. So, und nochmal, was ich vorhin hatte zu den Storages. Hier bei mir seht ihr hier das zum Beispiel. Und die kann man aufstellen. Das ist so ein 1x1-Block. Und die kann man aufstellen. Da kann man dann verschiedene Sachen drin lagern. Und die nehmen halt deutlich weniger Platz weg. Und wenn man halt spezielle Upgrades hat, wie zum Beispiel... Schiebst du mich hier schon wieder rum? Man kann unter Wasser auch den Regen sehen. Okay. Oh, die ist aber noch tatsächlich auf Englisch. Ich habe die das letzte Mal mit der 1.12er, wo ich glaube ich drin hatte, war die schon auf Deutsch. Ich glaube, das ist das hier, Near Infinity Storage, also nahezu unbegrenzte Lagermöglichkeit. Und du kannst da, ich habe also, ich glaube, mein Rekord im Original, also im allerersten Spielstand, wo ich das auch dabei habe. Ich glaube, da habe ich irgendwie mehrere hunderttausend Steine in einem Ding drin gelagert. Also du hast dann später, wenn du das hast, echt unbegrenzt Möglichkeit, da was zu lagern. Und ich nehme das ganz gerne für zum Beispiel die verschiedenen Baumaterialien, wo man halt eigentlich immer zur Verfügung hat. Sand, Erde, Stein, Bruchstein und hast du nicht gesehen. Das ist so das, was ich bevorzugt dafür benutze. Und man kann das tatsächlich auch upgraden. Zu Beginn steht dabei 8 Stacks pro Stufe, also pro Station da. Hier sind zum Beispiel 4, da sind 2, also da 8 Stacks. Und man kann das ja upgraden hier mit Storage Upgrade 5, Storage Upgrade 4 etc. Kann man das upgraden, dass mehr Platz drin ist. Und mit diesem Unendlichkeitsding kann man das halt tatsächlich unendlich lagern und das ist gerade für diese Baumaterialien ist es eine unfassbare Erleichterung. Und ja, jetzt habe ich mein Riesenlager im Grunde eigentlich umsonst gebaut, weil mehr als einen Raum werden wir jetzt eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber gut, was soll's. Ja, verlaufst du dich doch nicht. Und da wir ja sowieso genug Holz haben und diese Dinger ja eh nur Holz und Truhen brauchen, kann ich mich eigentlich direkt mal an die Arbeit machen und welche machen, damit wir endlich mal ein gescheites Lagerhäuschen jetzt kriegen. Und ja, wie ihr seht übrigens, Minecraft funktioniert auch wieder. Das hat dann wieder funktioniert, nachdem ich es dann geupdatet habe auf die neuere Forge-Version. Dann ging es wieder. Wahrscheinlich hat das den alten Fehler irgendwie überschrieben. Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke mal, das Pumpkin Days werden wir auf jeden Fall trotzdem noch mal weitermachen. Ne? Vielleicht irgendwie mal im Wechsel oder vielleicht, wie wir halt Bock haben. Je nachdem, mal gucken. Genau. Und ja, jetzt habe ich mit dem Mund fusselig gequatscht. Und das 10 Minuten fast. Oh, Junge, die werden ganz nass. Oh, die Armen, tut mir nicht leid. Oh, arme Dinge. Ich hoffe, der Regen geht doch mal von alleine wieder weg. Ja, und wenn du jetzt nach oben guckst, der Himmel sieht auch jetzt deutlich anders aus. Hab ich schon gesehen. Und jetzt sieht es auch wenigstens richtig nach Regenwolken aus. Ja. Sieht das, jetzt will ich mal was gucken. Wie sieht das denn aus? Bei Gewitter. Gewitter! Gewitter! Weil da sieht das doch noch ein bisschen dunkler aus im Grunde. Normalerweise. Entschuldigung, wenn ich mich aufstoßen muss, aber ich habe Cola getrunken. Bläh. Bläh. Mir ist das nicht laut. Ich hab mir erschreckt. Naja, sonderlich dunkler, glaube ich, ist es nicht. Hey, hör auf! Oh, hab ich umgebracht. Das arme Ding. Sinobin meinte, man sollte sie züchten. Die geben irgendwie Schild. Ja, ja, du kannst sie aber nicht züchten. Du kannst denen, glaube ich, Seekrass und Fressen geben. Und dann kriegst du denen ihr... Dann kriegt die irgendwie Babys oder so.
Warum hast du sie jetzt gekillt? Ich wollte sie eigentlich ins Wasser schubsen. Ja. Ist so. Wo haben wir denn das Holz? Haben wir schon unten Holz oder ist das noch oben? Ich hab... Ich muss mal kicken. Auf jeden Fall, was ich auch an diesem Shader auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite vielleicht nicht so geil finde, ist die Tatsache, dass das jetzt hier irgendwie richtig, richtig dunkel aussieht, obwohl das eigentlich gar nicht dunkel ist. Also wenn ich jetzt hier das einschalte, habe ich hier immer noch 10, 12, 11, 13 vom Lichtlevel her. Also es ist alles schön ausgeleuchtet. Man sieht hier auch diesen flackernden Fehler jetzt gerade bei mir. Aber es wirkt halt richtig düster und so, als müsste man jetzt wirklich Angst haben, dass jetzt hier wieder überall irgendwas rumsteht. Also das ist richtig gruselig. Und wenn man in einem Tunnel oder in einem Gang ist, der nicht ausgeleuchtet ist, es ist nicht einfach nur dunkel, dass man kaum was sieht, aber man sieht noch was, sondern es ist wirklich stockfinster. Es ist wirklich so finster, dass man nichts mehr sieht und man tatsächlich ohne Lichtquelle kommt man nicht weiter, weil man sieht nur Schwärze. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das schon zu Genüge erlebt, dass ich aus meinem Raum nicht mehr rausgefunden habe, weil es einfach so dunkel war, dass ich nicht mehr rausgefunden habe. Weißt du, was wir bräuchten? Hm? Ein Blitzschutz. Blitzschutz. Ja, ein paar kennen dieses Wort vielleicht. Der Geschossspiel. Oh Mann. Blitzschild. Es hektet immer noch. Ich glaube, da drüben geht. Ah! Da hat irgendwo ein Blitz eingeschlagen. Ja! Ich bleib hier drunter. Ich erlebe das tatsächlich sehr, sehr selten, dass in meiner Nähe mal ein Blitz einschlägt. War schon länger her, wo ich mit Dickisch zusammengespielt habe. Das war ein privates Spiel, da ist einer nämlich eingeschlagen. Ja, das hatte ich auch schon. Aber ich glaube, so viel Schaden macht das gar nicht. Ich glaube, man erschreckt da eher. Ich brauche Holz. Da drüben sind Bäume. Ja, was glaubst du, wo ich gerade hinlaufe? Ich laufe nicht mit, ich bleibe hier unten drunter. Baum brennt! Was? Der Baum brennt! Na, dann weißt du wenigstens, wo er eingeschlagen hat. Der Baum brennt! Stimmt. Aber normalerweise sollte der Regen das eigentlich löschen. Ja, normalerweise, aber es ist ja ein Blitz. Da, er brennt! Gibt's jetzt nicht mehr. Wir sind ja so sicher bei den Bäumen. Jede Menge Fichtenholz, Eichenholz, da haben wir perfekt. Jede Menge. Und noch einen. Yeah, sehr schön. Haben wir hier noch was? Der Wasserfall sieht halt komisch aus, ne? Oh, wir haben gigantisch viel. Was? Der Wasserfall sieht komisch aus. Wasserfall. Ach so, ja, wegen dem Wasser, wegen dem Shader-Wasser, ja. Das ist irgendwie normal, dass das merkwürdig aussieht. Nee, es ist... Jetzt sehe ich erst, dass es doch fließt. Doch, kann man so lassen eigentlich. Ja, was willst du denn auch anders machen? Ja, nee, oh, es hat übrigens... Nee, ich dachte gerade, es hat aufgehört zu regnen. Ich stand nur unterm Baum. Hör auf zu lachen, ich finde das nicht witzig. Ha, ha. Dann mache ich hier mal ein paar Storages und dann haben wir endlich Platz. So, dafür brauchen wir jede Menge Truhen. Und, Oh, ich glaube, der Himmel klart gerade auf. Oh, wie schön. Geil. Das ist schön. Das ist übrigens der Nachthimmel, den Sinobin früher auch immer im Pack drinne hatte. Aber aus einem Grund, den ich jetzt gerade vergessen habe, rausnehmen musste. Aber jetzt mit dem HD-Pack ist er wieder drinne mit den Shadern. Und es sieht einfach unfassbar geil aus. Kann man nicht anders sagen, also. Ja. Und noch dazu mit dieser, sag ich mal, realistischeren Beleuchtung und dem sich bewegenden Gras und Bäume und das Ganze. Es ist einfach mega geil. Das stimmt.
Es ist, wenn man sich das so überlegt, es ist unfassbar, was man tatsächlich aus Minecraft rausholen kann. Das, boah. Oh ja. Irgendwann gibt es auch bei Minecraft Zeitzonen. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Geh schlafen. Warum? Bei mir ist noch hell. Oh, alter Kuh, hast mich erschreckt. Ich habe doch Eichenholz und Zitronen. Eichenholz. So. Doch, jetzt weiß ich, warum es nicht ging. So, jetzt aber. Entschuldigung, war mein Fehler. Ich habe nicht auf den Dingens geachtet. Ja, Leute, bei mir seht ihr jetzt gerade Rumspielerei. Mehr Hier kommen Eichenholz. her, Schildkrötchen. Hier kommen her, Schildkrötchen. Hier kommen her. Eichenholz. Schild, 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 die Schild, 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 die Das Schild. arme Ding tut mir jetzt schon leid, ey. Fütter sie gerade. So. Flupp. Und ich glaube, Wie das ein muss ich. Kompass, der nicht weiß, wo Norden ist. Ah, nee, das muss ich lassen. Ich brauche ja schließlich noch Holz für die Dinger. So. Da. Sehr schön. Mal eben zwei komplette Stacks von diesen Drawern gemacht. Wer verfolgt? Von mir aber nicht. Nee, von der Schildkröte. La 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 la. Meine Nase juckt. Ein Kratz. Hab ich ja gerade. Kratz fester. Ja, dann habe ich keine Nase mehr. Das macht nichts. Oh doch, das macht was. Oh, Dann rieche ich ja nichts ich höre mehr. Delfine. Ich sehe dir. Kann man den auch Seetang geben? Seetang? Weiß ich nicht. Musst du gucken. Du hast doch eigentlich Seegras gekriegt, als du das Viech vorhin gekillt hast. Ja. Ja, siehst du. Dann fütter doch einfach mal. Als würde man plopp, als würde jemand was einsammeln und ich höre einen Delfin. Hallo. Ah, guck mal, Delfin. Da, Delfin. Wie, wie? Ey! Ui. Warum haust du den Delfin? Ich hatte Bock drauf. Da ist eine Schildkröte. Ich weiß. Blub, blub. Guck mal. Wenn ich das in der Hand habe, ignoriert sie mich. Ja, dann musst du das andere nehmen. Guck mal. Wie ein Miau. Kompass. Dopp, dopp. Da 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 da. Hab ich es gegeben und? Und weiter? Wie mache ich denn eigentlich aus Seetang Seegras? Wie wär's, wenn du in dem Ding einfach mal Seegras eingibst und mal draufklickst? Dann siehst du, wie du das eventuell machen kannst. Und Falls es was geht. du kannst das nicht machen. Du kannst das wahrscheinlich nur ernten unter Wasser irgendwo. Ja. Seegras. Nur für den Fall, dass du das nicht weißt, wenn du in dein Inventar gehst, hast du doch rechts diese Ja, ganze ich hab's Liste. doch jetzt hier gerade hier. Ne? Da kannst du Namen eingeben und draufklicken. Und dann siehst Ah, du das hatte Kali auch schon Rezepte. zu mir. Dann siehst du Rezepte oder was du draus machen kannst. Ja, aber wo kriege ich jetzt noch Seegras her? Ja, ich schätze mal, unter Wasser musst du das ernten. Und da dem Meer. Unter dem Meer. La 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 la. Immer, ey, Alter, ich habe immer Angst, wenn ich hier in das Lager jetzt reinkomme, dass irgendwas da Haben wir noch rumsteht. irgendwo Erde? Alter, mein Herz. Diese komischen Höhlengeräusche, weißt du? Erde. Du klangst gerade wie ein Zombie, hör Ich auf. weiß. Ja, hier habe ich einen kleinen Stack. Erde ist hier üben. Ist hier üben. Ist hier üben. Ja, ich brauche wegen drittes Gehege. Ich glaube, damit ist nicht lang. Weißt du, was das Schlimme ist? Nee, da langt ein Stack wahrscheinlich Weißt du, nicht. was das Schlimme ist? Meine Wege sind wieder weg. Och, du hast jetzt doch aufgeschrieben, ne? Ja, ich bin aber zu voll, jedes Mal nachzugucken. Ich weiß nicht, wo das Buch hin ist. Super. So, dann haben wir hier Andesit. Komm mal hier runter zu mich ins Lager, Warte bitte. mal. Ist das nicht sehr schön? Nein, ist es nicht. So ein Sonnenaufgang ist doch was ganz Herrliches. Nee, das ist voll hässlich.
Es ist so schön, dass ich erstmal einen Schluck, ach, da, einen Schluck jetzt trinke. Ist's. Granit und Andesit. Huch. Andesit und polierter Andesit. Granit und polierter Granit. Erstmal was getrunken. Die Urin. Entschuldigung. Und dann haben wir hier die Treppchen. Hier drüber haben wir Steine. Schweine. Die Schweine. Guck, guck. Guck. Da packst du das Zeug rein, siehst du? Nein, da da. Da kannst du sehen, was drinne ist, wie viel drinne ist. Und mit einem Linksklick ziehst du raus. Und mit rechts packst du sie wieder rein. Ah ja. Und wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du, nicht Shift, sondern da, wo du dich duckst. Und da kannst du einen ganzen Stack rausziehen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich mich ducken kann. Ach, doch, da. Ja, ja, da, genau da. Scheiße. Ich habe mich die Einrastfunktion. Ich habe mich gerade, ja, hab man noch gehört. Entschuldigung für meine Zuschauer. So. Dann erstmal hier umsortieren. Ach, verstanden. Steine. Nur Stein. Ach, stimmt. Ja, das? Meine Lieben, ich werde jetzt hier zu Beginn wieder ein bisschen rumcheaten, weil, wo ist denn das hier? Immer diese so. Cheater. Eins. Nein, nicht so. Willst du mich verarschen? Wie war ja. das? Ach komm, ist das jetzt wieder so? So, hier seht ihr da unten Upgrades. Also bei mir jedenfalls. Seht ihr da Upgrades und da könnt ihr da so ein Ding reinpacken und dann habt ihr unendlich Zeug. Und da seht ihr, und da seht ihr dann da oben auch bei diesem Whaler oben bei mir am Rand unten bei Stack Limit diese liegende 8, dieses Unendlichkeitszeichen. Und da kann man jetzt unendlich viel lagern. Und im Grunde. Sollte das bei Sorum eigentlich auch funktionieren? Aber das ist echt ein bisschen anders noch. Also man darf nichts mehr in der Hand halten und man muss mit rechts klicken. In der 1.12er konnte man das einfach in der Hand halten, diese Unendlichkeitsdinger, und konnte mit rechts draufklicken und da wurde das schon akzeptiert. Aber das macht ja nichts. Hauptsache, das funktioniert, tut seinen Dienst. Und wenn man jetzt da draufklickt, tada! Und jetzt haben wir 19 Stack Bruchstein in dem Lagerding schon mal drin. Yay! Und hier kommt noch gleich ganz, ganz, ganz viel mehr. Was denn erstmal hier? Da haben wir noch das da. Jetzt kommt erstmal das große Sortieren. Das tut mir leid. Muss aber leider auch sein. Geht aber Gott sei Dank relativ schnell. Einfach da und gedrückt halten und dann wird alles reinsortiert, was man hat. So, und schon sind die Kisten leer. So, da packen wir das noch rein. Jetzt haben wir halt nur das Problem, jetzt habe ich halt so gigantische Lagerräume gebaut. Was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Weil die werden wir wahrscheinlich Wasser, alle nicht bauen. Ein Unterwasserfeld für. Ja, wir könnten hier ein paar Felder oder sowas reinsetzen. Ja, Beispiel. Das wäre eine Idee. 1, 2, 3, 4. Wir könnten, oder ich könnte, je nachdem, hier in der Mitte eine Wasserrinne durchziehen. Da hätten wir auf beiden Seiten, könnten wir anbauen. Ja. Wäre eine Idee. Und dadurch, dass das ja jetzt auch halbstufmäßig passt, könnte man da sogar noch einen Boden rüberziehen und das Wasser wird trotzdem noch da. Ja. Könnte man eigentlich machen, ja. Wie? Hey,
Also wenn man in einem Boot sitzt und schwimmt, wird das Boot ziemlich verschwommen. Ich glaube, das liegt an diesem, ich weiß nicht, Motion Blur oder so. Ich glaube, sowas ist da nämlich auch integriert. Und ja, ich hasse das genauso. Schwimmer ist, glaube ich, So. immer noch dieses Motion Sickness. Ja, ach, da wird mir immer schlecht dabei, ja. Das haben viele in VR drinne. Ah, das ist widerlich, ja. Ja, Curry hat da jetzt kürzlich auch so ein VR-Ding wieder rausgebracht. Das konnte ich nicht gucken. Mir ist das schlecht geworden. Ich habe da so Kopfweh von gekriegt. Es gibt welche, die kann ich gucken, ist kein Problem. Dann gibt es wieder Spiele, da geht das überhaupt nicht. Ich glaube, ich selber spielen könnte das auch gar nicht. Ich glaube, da will ich Kopfschmerzen kriegen nach einer Weile. Also ich bei VR habe ich noch nie ausprobiert. Ich müsste jetzt gucken, wie es ist, ob ich es aushalten wird oder nicht. Das muss ich so ausprobieren. Aber ich glaube, bei mir, wenn mir schon schlecht wird oder Kopfschmerzen kriege, wenn ich nur zugucke, sollte ich lieber mir ein paar Mal überlegen, ob ich das selber machen würde. Also ich muss aber eher dazu sagen, dass ich eher das Problem habe, dass mein Raum so klein ist, dass ich wahrscheinlich mir die Hände und Beine anschlagen würde, als dass ich irgendwas anderes schaffe. Das wahrscheinlich auch, ja. Das wahrscheinlich auch. Verdammt. Aber normalerweise ist doch Motion Blur, wenn du dich schnell hin und her bewegst. Das habe ich gar nicht so extrem dann. Weil es Das nur ist beim. Motion Blur, ja. Das habe ich so gar nicht so schlimm. Das war jetzt nur beim Bootfahren gerade schlimm. Das irgendwie unangenehm oder so ist es eigentlich für mich auch nicht. Also das Motion Blur jedenfalls nicht. Aber ich krieg halt Kopfschmerzen davon. Ja, ich kann keine mehr kriegen. Ist schon einziger Kopfschmerz, ich weiß. Ja. So, im Übrigen liegt mir der Sinobin die ganze Zeit schon in den Ohren. Wir sollen jetzt doch endlich mal eine Uhr machen. Ich will keine Uhr. Hä? Auch keine Uhr. Also ich hätte schon ganz gern. Und vor allem, man kann auch noch eine Rolex machen. Ich will eine Rolex haben. Dann hau rein. Dafür brauchen wir allerdings Gold und Diamanten. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Die Diamanten gebe ich bestimmt für eine Uhr aus. Du siehst dann die Ingame-Zeit, also in Zahlen, ne? Also zum Beispiel 20 Uhr oder 22 Uhr. Und mit der Rolex siehst du tatsächlich noch die Echtzeit. Und Okay. ich glaube, das Datum noch mit dabei. Und ich weiß gar nicht mal, was sonst so alles. Glaube, ja, das um den Kauf. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier drinnen aus? Oh Gott. Erstmal hier. Entschuldigung, ich habe vieles durcheinander geschmissen, einfach. Ja, ich merk's gerade. Oh, ein Schleifstein. Warum ist der Schleifstein in der Truhe und nirgendwo hingesetzt? Weil ich nicht wusste, wo du ihn hinhaben wolltest. Das ist unsere Bude, ist doch egal. Hätten wir auch irgendwo hinsetzen können. Nein, ich richte mich nach dir. Warum? Du bist der Boss. Okay. Wenn du meinst. Da Nö, kannst du mir mal beim Einsortieren helfen. ich bin gar nicht mehr da. Ich bin der Boss. Du hast das zu machen. Ja, du bist der Boss auf dieser Insel, nicht auf der Insel, wo ich gerade bin. Ja, dann kommst du zurück. Nö. Nee. Dabei? Oh, Ja, habe ich, aber Stein ich ist habe keine da. Steine. Scheiße. Wir brauchen unbedingt Leder, dass wir ein Ding machen können. Und ich mache mir jetzt mal hier einen Wegpunkt. Ich habe keinen Bock, hier immer hin und her zu Ach, laufen. Scheiße. Hast du einen Wegpunkt zu Hause vergessen? Ja. Oh, das tut mir aber leid. Naja, ich habe hier eine eigene Insel jetzt. Ja, jetzt machen wir beide unser eigenes LP wieder. Genau. Nur, dass wir die ganze Zeit zwischendurch am Quatschen sind. Genau. Nee, ich bin am Erde abbauen für das Gehege. Deswegen kann ich nicht kommen. Oh. Wurde gerade zurückgesetzt kurz. Ah ja, das ist halt der Server, ne? Kommt vor. Oh, ich habe irgendwie voll Schiss, hier ständig ins Lager zu gehen, weil ich Angst habe, da kommt ein Creeper um die Ecke, weil das so dunkel aussieht. So. Und wie ihr seht, ich muss noch nicht mal den betroffenen Au. Block in der Hand halten, um den einzusortieren. Gott, das ist fürchterlich. Was denn? Ach, das mit dem Boot. Ich habe ein Boot. Ach, das ist mal wieder die verkehrte. Moment.
Steuerung. Wo ist er denn? War das hier? Nee, das ist Xeros. Ich muss dahin. Ach, du hast übrigens, wenn du einen Wegpunkt erstellst, erstellst du für die Voxel-Map, die rechte Map, den Wegpunkt. Und wenn du das gewohnte U drückst, hast du allerdings die Wegpunkte von der linken Map. Ne? Müsstest du auch erst umstellen, wenn du die gleichen Maps, die gleichen Wegpunkte dann Wenn ich auf U haben. drücke, passiert bei mir gar nichts. Und wenn ich Ja, auf dann R hast du es drücke, nicht auch nicht. eingestellt. Komme ich jetzt mal hier raus? Wegpunkt Hotkey. Also U ist, aber ich habe dann wahrscheinlich von der anderen Map, das überlagert dann wahrscheinlich. Eine Sekunde. Wo ist es denn? Xeros da. Ja. Hier haben wir U. Machen wir was anderes. Hier machen wir auch was anderes. Nee. Oh doch, es ist doch was da. Sehe ich gerade. Wegpunkte sind immer noch da. Okay. Aber warum werden die mir nicht mehr angezeigt? Drück mal C. Warte. Dann zoom ich nur ran. Ah ja. Das hatte ich jetzt gebraucht. Wo hatte ich das jetzt? Ah, hier. Nee. Ah, ich habe das verkehrte Ding geändert. Ach, komm. Okay. Nikate. Hä? Im Grunde müsste das eigentlich das Richtige sein. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, nee, warte. Müsste doch eigentlich. Das sind aber nicht die richtigen. Manchmal echt blöd, wenn man zwei Maps mit den gleichen Funktionen hat. Plus. Ja, ich hab das. Ich hab die Dingens, okay. Das muss weg. Ah, okay, es funktioniert doch noch. Ha, cool. Neuer Wegpunkt ist jetzt auf Plus. Jetzt müsste es eigentlich das Richtige sein. Ja, ist so, dass die Wegpunkte, diese beiden, ach, sei Stillhöhlenmusik. Ich habe keine Zeit für dich. Was war das gerade? Also, ich weiß, dass dieses komische Gefauche du warst, aber ich glaube, das Gurgeln hinterher nicht mehr. Nein, ich habe nur gefaucht. Weil das ging dann so. Nein, das war ich nicht. Aber ich mache den Shader wieder raus, das ist so unheimlich. Nö, lass ihn Oh, wir drin. sind schon Das bei ist lustig. 33 Minuten. Gut, dann müssen wir feiern. Tschüss! Moment, lass mich wenigstens noch die Treppe hoch. Nein, tschüss! Ach, Alter, muss ich so erschrecken? Das sagst gerade du, weißt Ich dachte, du wärst ein Skelett! du? Ich dachte, du wärst ein Zombie. Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Also, tschüss! Tschüss.